Moin, Bo hier von der Bobitz Online Music School mit Pimp Your Groove Part 2. Was machen wir heute? Wir nehmen die gleichen Grooves, die wir in Part 1 auch schon hatten, die den meisten wahrscheinlich bekannt sind, und spielen sie anders, sodass wir mit der gleichen Schlagabfolge, die wir nur einmal lernen müssen, aber zwei oder drei Grooves dabei rauskommen. Heute geht's um Tom Grooves. Viel Spaß damit. So, Nummer 1. Ein alter Bekannter, den Groove, den spiele ich euch eben, einfach nur um es abzusichern, einmal vor, vier Takte und dann sage ich euch, wie wir den zu einem coolen Trommelgroove machen. So weit, so gut, kein Hexenwerk. Und jetzt machen wir dann einen Tom-Groove draus. Das Einzige, was jetzt passiert, ist, dass wir die rechte Hand nicht mehr auf der Hi-Hat spielen, sondern auf dem Stand-Tom. Also eine andere Körperhaltung haben wir und natürlich einen komplett anderen Sound. Das ist eigentlich aber schon die größte Herausforderung dabei, dass man sich daran gewöhnen muss, dass es so anders klingt. Bassdrum bleibt gleich auf Zählzeit 1 und auf 3 und 3 und. Der Backbeat auf der Snare auf 2 und 4 bleibt auch gleich. Nur dieser 16-Einwurf auf 2 und A. Der kommt jetzt nicht mehr auf die Snare, sondern auf das kleine Tom. Geht problemlos, weil wir ja nicht mehr über Kreuz spielen, sondern die rechte Hand auf dem Stand-Tom haben. Dadurch entsteht dann folgender Groove. Das ist Nummer 1, auch wenn es komplett anders klingt. Viel Spaß! Für dieses Beispiel spiele ich euch auch mal direkt vor, wie es klingt, wenn man das direkt im Zusammenhang wechselt. Ich spiele also zwei Takte den Groove, wie er eigentlich war, und zwei Takte als Tom-Groove. Dann hört man nochmal ein bisschen deutlicher, was dieses Konzept, rechte Hand auf Stand-Tom, linke Hand 16-Einwürfe aufs kleine Tom, Rest bleibt gleich, was das bewirkt. Das gleiche Spiel wenden wir bei Nummer 2 an. Der Groove ist auch ein alter Bekannter. Wir haben unsere Bassdrums auf 1 und 3, Backbeat auf 2 und 4. Bei 3e, die 16. Zählzeit, haben wir einen Snare-Schlag. Im Original-Groove, beim Tom-Groove, den ich jetzt direkt im Wechsel spiele, landet der auf dem kleinen Tom. Und dann hört euch das mal an. Nummer 3 ist wieder unser Hektiker unter den Grooves. Kommt daher, dass wir da wieder diese vielen Snare-Einwürfe haben. Und die nutzen wir direkt auch mal, um eine kleine Variation noch zusätzlich ins Spiel zu bringen. Okay, Prinzip trotzdem das gleiche. Rechte Hand wandert aufs Stand-Tom. Der Backbeat, also unsere Zählzeiten 2 und 4, bleiben auf der Snare. Die Bassdrum bleibt unverändert. Und die Einwürfe werden auf Toms verteilt. Allerdings haben wir zwei direkt aufeinanderfolgende 16. Einwürfe. Und zwar sind das die Zählzeiten 2 und A, kommt auf das Tom 1. Und dann haben wir direkt bei 3e den nächsten. Und da ist es ganz cool, wenn man das, weil die linke Hand eh nicht zwischendurch runter muss zur Snare, auf das nächste Tom verteilt. Dann hat man da so eine kleine Abwärtsmelodie. Den spiele ich euch mal schön langsam vor. Also nicht wundern, rechte Hand Stand-Tom, Backbeat 2 und 4, Tom-Einwürfe, Tom 1 und Tom 2. Könnt ihr im Notfall aber auch auf dem PDF nachverfolgen. Und weil es so schön ist, spiele ich den auch im direkten Wechsel einmal vor. Zwei Takte
der Ursprungsgroove auf der Hi-Hat und Snare, zwei Takte als Tom-Groove. Abfahrt. Okay, ich denke, gerade bei Beispiel 3 ist ziemlich gut klar geworden, was diese simple Änderung einfach der Spielfläche bewirken kann, vom Sound her. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren und ich glaube, ich muss es nicht erwähnen. Natürlich könnt ihr das mit allen möglichen Grooves machen, die euch einfallen. Ich habe jetzt einfach ein paar Beispiele gewählt, weil ich mir welche aussuchen muss. Aber natürlich funktioniert das mit diversen anderen Grooves. Wenn ihr 27 Toms habt, dann könnt ihr jeden Schlag auf ein anderes Tom verteilen. Es geht einfach nur darum, dass ich euch dieses Prinzip zeigen wollte, aus euch bekannten Grooves einfach was anderes zu machen, indem ihr verteilt. Okay, ich wünsche euch viel Spaß damit und dann sehen wir uns beim nächsten Teil bei Pimp Your Groove. Bis dahin.